So, ich habe mal nachgelesen und mit unserem goldenen Gebetskranz, das ist die Weltkarte, können wir unsere Lanze verbessern. Das heißt, mit unserer Lanze können wir im Nachhinein eigentlich gut weitermachen. Das können wir nicht ausrüsten. Da jetzt natürlich was schon drin ist, können wir das jetzt natürlich nicht machen. Das heißt, ich müsste im nächsten Zuge meine Lanze austauschen und damit weiterkämpfen dann. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Dorf. Ah, erstmal den ersten hier besiegen. Tschüss. Dass wir vielleicht an den Hammer kommen oder an irgendwas, wo wir weiter mitkämpfen können. Sollen wir mal gucken. Würde mich natürlich interessieren. Lässt das fallen, Kuhflein, den haben wir schon. Jetzt bin ich überlegen, kaufen wir da oben Sachen ein oder nicht, weil es wäre ja sinnvoll, da was einzukaufen und dann weiterzumachen. Sicherlich. Sollten wir eigentlich gut vorankommen, doch. Dann gehen wir da oben hin. Nur die Frage ist, ah ne, nicht den Hammer. Ich wollte den Stab nur kaufen. Ich will ja sie auf die Magie bringen. Das war bei dem hier. Genau. Er braucht es nicht. Ich will den Zauberstab. Den können beide benutzen, aber er schleudert winzige Feuerbälle. Und das kostet angeblich keine Energie. Ja, machen wir das. Dann gehen wir Jessica. Ja, sicherlich. Sollen wir gucken, wie es funktioniert. Und ich würde gerne noch einmal über Nacht in der Stadt. Und fix speichern gleich. Oh nein. Nein. Ja, mit der Tube schon ein bisschen bescheiden, sag ich mal. Na, sie... 32. Hallo? Euch denn falsch gelaufen hier? Jetzt will ich eure Sachen zerstören hier. Oh, ihr habt nicht was zu zerstören hier. Frechheit. Doch, die kann man Fässer zerstören ohne Ende. Gibt's nicht. Ah, Turbo. So, ab in die Kirche, damit wir ihm speichern können. Auch bescheiden. So. Beichte. Jo, dann machen wir die Beichte auf den zweiten Slot. Ja, überspeichern. Mal gucken, wie viel Zeit wir schon verplempert haben. Was in des Wortes? Ah, knapp 13 Stunden. Doch, doch, das ist ganz gut. Da sind wir gut in der Zeit. Ja, ich mache einen Kurzcut und sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Ich hätte mal lieber Ja drücken sollen, weil danach hat sie das Abenteuer natürlich beendet. Beziehungsweise ich wollte es ja nicht fortfahren. Naja. Dusseligerweise ist es halt so passiert. Ist jetzt auch nicht schlimm und wir können anscheinend hier hinten raus. Top. Dann geht das Abenteuer für uns hier vorne weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Sie hat jetzt den Magierstab. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der funktioniert. Ich tippe mal, das ist Gepäck und dann muss ich hier den Zauberstab benutzen. Genau. Jo, so funktioniert alles klar. Zack, 13. Gut, das heißt, wir müssen den auf den ersten Slot bekommen. Dann wird das mit dem Kämpfen auch noch etwas länger dauern. Da. Transfer. Ist schon richtig so. So eine Schlangenpeitsche, die hat natürlich ein bisschen mehr Power. Transfer. Können wir noch zur Not da lassen? Die hat natürlich 13 mehr Angriff. Aber ich will da auf die Attribute. Und wenn man da schon schaut, haben wir... Wo ist es denn? Der hat plus 20 Mana bei Stäben. Und das ist schon affengeil. 88 Schaden. 88 Mana-Punkte. Damit können wir einiges ausrichten. So, jetzt wird es wohl wieder in nächster Zeit wieder sein, dass ich erstmal so ein, zwei Stunden wieder leveln muss. Weil das ist natürlich auch kritisch. Dann mache ich daraus 6 bis 12 Folgen unnötiges Trainieren hier.
Und da wollen wir nicht. Elmas Klingeling hier. Jessica Gepäck. Benutzen. Klingeling. Jo. Bitteschön. Tschüss. Ohne Gnade direkt drauf hier. Wo sind wir denn? Wollen wir nicht lange aushaben. Jetzt müsste es doch so langsam Pling machen, oder? Ah, hat es schon. Unser Hund. Jetzt probieren wir es mal aus. Ausrüsten, natürlich weniger Schaden. Jetzt gucken wir um Alchemiekessel. Genau. Die lange Lanze plus angeblich das Gebetskreuz nach Rezept. Das ist natürlich jetzt die Frage. Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Soll funktionieren, soll aber auch heißen, dass es nicht geht. Probieren wir es aus. Geht auf jeden Fall super. Dann schauen wir mal auf Schild. Burg Askanata. Dann laufen wir erst zur Burg hin. Da sollten sich, glaube ich, die nächsten Erfolge und Questen für uns auflösen. Das soll schon erst wieder eine Kleinigkeit tun müssen. Und dann im Nachhinein doch weiterzukommen. Flötenspieler! Schlagen zuerst zu. Okay. Ah, gegen Jessica haben die dennoch viel. Weil das ist ein bisschen problematisch bei ihr. Bei ihm wird es vielleicht auch problematisch sein. Ja, das scheint zu sein. Dass sie doch viel aushalten werden. Ich kann mal gucken, wenn die zuschlägt. Obwohl, warte, was machen wir mal? Bei so einem und bei ihm machen wir das hier. 11. Ja, okay, ja. Zur Not, wenn ich mich doch verklicke, kommen wir vielleicht doch noch gut voran. Tschüss. Okay. Zack. Gepäck, dass man das nicht schneller machen kann. Benutzen, zack. Und der macht den, dann sollte man eigentlich gut. 6 hätte man doch zuschlagen können. Naja, 2 da drauf. Ah, nein. Müssen halt das mal so probieren. Kommen wir, kommen wir. Jawohl. Super, da haben die Flötenspieler ihr Song beendet. Und wir erreichen Level 17. Super, geil. Dann gehen wir jetzt 2 auf unseren Speer und machen 3 unten hin. Auf Courage, Lanzenkämpfer, Stoßhebel. Super, abgegratschet zunächst den Mission. Was haben wir da rechts? Ein Baum. Sollen wir den bekämpfen? Sollen wir nicht? Nee. Nee, 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 nee. Ah, Wampendrachen. Machen wir den Wappendrachen da, machen wir den, dann machen wir. Kriegen wir vielleicht auf Gähn und. Was hat er denn? Säusel. Stärkung auf Genghis. Top. Ast rein. Jetzt können wir eigentlich alle durchklicken und. Macht mein Schaden. Nice. 2 Wampen machen down. 128 Erfahrungspunkte ist ganz gut. So alles über 100 ist eigentlich immer ein guter Schnitt. Erstmal hier. Finde ich. Das hat uns immer gelohnt. So, jetzt kommt hier noch ein Schildchen. Jo, wir gehen weiter zur Burg. Ich sehe es aber noch nicht. Noch nicht. Ein Lachsack und ein Puppenkasper. Ich würde sagen, den beiden da drauf, dann machen wir damit der Puppenkasper und sich auf den Keks geht dahin und Angelo macht mit vielleicht auch Verstärkung bei Genghis erstmal. Ah, hat nichts geholfen. Schade, bleibt wach. Zu geil, der Typ. Zu geil, zu geil. So, Angriff.
Fallschutter. Fähigkeit. Jetzt probieren wir mal Lachsack. Sieht aus wie ein Geldbeutel. Machen wir, ne? Machen wir Gepäck hier. Zack, zack, zack. Und dann machen wir noch das drauf. Kapiert nix. Besiegt und was bekommen wir? Ah. Sich ein Haarband. So, dass unsere Lanze so langsam fertig wird. Weil mit der schwachen Lanze ist es doch ein bisschen blöd, weiterzukämpfen. Aber das ist ein kleines Dorf. Entweder ist das die Burg. Oder auch ein... Oh, nein. Ah, dann räumen wir das Ziel von hinten auf, würde ich sagen. Dann machen wir den Zauber Gan auf die Dreiergruppe. Und mit ihm machen wir die Stärkung nochmal auf Genghis, weil der hat doch einige Angriffspunkte mehr. Oh, geil. Bitte, Genghis, kriegt einen Kalt. 27. Oh, der hat sich nämlich... Das Blöde ist nämlich... Der hat sich richtig hochgepusht. Wir versuchen... Versuchen wir. Jetzt machen wir nochmal gehen auf die Gruppe. Vielleicht kriegen wir es hin und dann machen wir nochmal eine Stärkung auf Flash. Oh, es hat geklappt. Geil. Okay, das ist so ein Mischmasch. Der ist schon mal tot. Das heißt, jetzt kriegen wir vielleicht hier weiter. Zack, da räumen wir das Feld wieder von vorne auf. Machen wir die Gengruppe hier. Und der kriegt C. Den passenden getroffen zum Töten. Top. Dann brauchen wir nicht viel lange rumhampeln. Dann machen wir einfach einen gnadenlosen Durchwasch. Jetzt müsste Genghis noch kommen. Jo. Das heißt, es ist A von E komplett niedergemetzelt worden. Wow. Da haben die Hämmerlinge ihren Hammer doch irgendwo anders reinbekommen. Ab ins nächste Dorf.